Hi, der Björn hier von Technophil beim Stand von Coolpad. Coolpad hat für die IFA ein neues Gerät rausgebracht, das ist das Modena 2. Modena 2 ist ein Einsteiger-Gerät mit 5,5 Zoll, Kostenpunkt um die 179 Euro. Kurz technische Daten, 2 GB RAM, 60 GB Memory, vorne und hinten 8 Megapixel Kamera, ein MediaTek MT6735P mit 1 GHz Quad-Core Prozessor ist verbaut. Ansonsten Memory E-Slot natürlich weiter, aber dazu Dual-SIM, 2,5 Ampere Akku und Android 6.0. Insgesamt von der Verarbeitung her sieht das eigentlich relativ schick aus. Diese fluoreszierende Rückseite, ist das Metall oder ist das Kunststoff-Rückseite? Das ist Kunststoff. Ist eine Kunststoff-Rückseite, die aber sehr, sehr gut in Metall nachgeahmt ist. Der Rahmen vermutlich auch, weiß ich nicht, auch nicht so wichtig, aber grundsätzlich vom Handling her für die Preisklasse ein relativ schickes Gerät. Von der Software her, wie gesagt, Android Marshmallow ist installiert, allerdings mit einigen Änderungen. Also zum Beispiel ist hier wieder, wie ihr es zum Beispiel von der Amigo UI kennt, von unten das Control Center einblendbar. Natürlich inklusive der entsprechenden Settings. Hier gibt es wieder diesen Punkt für Schnellentscheidungen. Es wurde halt ein bisschen darauf geachtet, dass man dieses 5,5 Zoll Gerät auch mit einer Hand ein bisschen besser bedienen kann. Ich hoffe, das war für euch genauso interessant wie für mich. Ciao!